Muffis! Willkommen zurück zu meinem Kanal. Ich zeige euch heute, wie wir ein Oreo Squishy Cake selber machen können. Und das ist ein Stressspielzeug. Wenn euch meine Videos gefallen, dann gebt mir doch einen schleimigen, dicken Daumen nach oben und abonniert gerne meinen Kanal. Ihr müsst lediglich hier unten auf diesen Abo-Button drücken. Und jetzt schnacken wir die Schrauben. Jetzt geht's los. Viel Spaß! Wir brauchen zuallererst ganz normale Schwämme. Das hier sind so Make-up-Schwämme fürs Gesicht. Und dann brauchen wir noch 3D-Fabrikfarbe. Die ist so ein bisschen 3D-mäßig. Jetzt müssen wir die Schwämme erstmal bemalen. Ich gebe jetzt hier ein bisschen schwarze Farbe erstmal drauf. Und hier auch. Und jetzt male ich erstmal eine Seite komplett an. So, jetzt müssen wir das Ganze trocknen lassen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und wenn die Seite getrocknet ist, dann können wir die Rückseite machen. So, und ratet mal, was wir jetzt machen. Richtig! Jetzt muss das Ganze wieder trocknen. Wenn beide Hälften trocken sind, dann nehmen wir unsere weiße Pufffarbe. Und die geben jetzt schön hier drauf. Problem ist, die Farbe ist bei mir fast alle und deswegen spritzt die so ein bisschen. Guckt einfach, dass ihr das schön hier so am Rand macht. Ich lasse das Ganze lieber jetzt noch mal eine halbe Stunde trocknen, damit es nicht überquillt, wenn ich jetzt gleich den Deckel da drauf lege. So, jetzt ist es schon ein bisschen angetrocknet und läuft nicht mehr. Und jetzt können wir den Deckel einfach hier schön drauf machen. Jetzt versuchen wir, so gut es geht, eine Kopie von einem richtigen Oreo zu machen. Und die haben hier oben immer solche Ränder. Das heißt, wir ziehen jetzt einfach solche Striche nach unten. So, da machen wir jetzt hier so Striche. Das ist bei den Oreo-Keksen irgendwie auch so. Das sieht nicht perfekt aus, da kann man ruhig so punktemäßig da arbeiten. So, jetzt schreiben wir erstmal Oreo in die Mitte. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das hinkriege. Yay, das Ohr haben wir schon mal. Wisst ihr, was ich nicht weiß? Heißt es eigentlich Oreo oder Oreo? Schreibt mir das mal in die Kommentare unten rein. Ich habe keine Ahnung. So, und jetzt machen wir hier noch so Punkte und Gedöns. Irgendwie so, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das kann man so ruhig aussehen. Ach so, da ist noch so ein Kreis drum, gell? Ja, okay. Achtung, Luft anhalten. Jetzt lassen wir das Ganze wieder trocknen. Jetzt könnt ihr das richtig cool knetschen und kneten. Und wenn ihr mehr Bock habt auf solche Squishy-Videos, dann zeigt mir das mit einem Daumen nach oben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüssli, bissli.